Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 2. Und wir hacken direkt am Anfang der Folge. Morgen hat ja in der letzten Folge ein bisschen Gewissensbisse. Ich finde das auch scheiße, dass man nicht annähernd sehen kann, was Shepard immer sagt bei den Gesprächsoptionen. Du denkst, du machst was Nettes und dann beleidigt der den voll. Also, ich weiß nicht. Das mag ich hier bei Mass Effect nicht. In so unvorhersehbaren Reaktionen. Ja, dann willst du Vorbild machen, dann denkst du, du hast Vorbild, ja. Das ist plötzlich das so richtig. Shepard, ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich, brennen sich durch korganische Panzerung. Das willst du Vorbild machen und was ist plötzlich? Bam. Ja. Abtrünnig. Plus 20. Uiuiui. Was bist du? Gezielter Schuss? Stimmt. Die Brücke ist natürlich gefährlich. Verbrennung. So, jetzt ist das Ding zu Ende. Jetzt können wir das machen. Schön. Wieso leuchtet der so? Als würde der irgendwie, keine Ahnung. Hat der Verbrennung? Nein. Oh Gott. Achso, gespeichert. Jetzt aber schnell. Mini sammeln ein bisschen. Das geht immer. Oh, medizinische Station. Explosive Kisten. Uiuiui. Ja. Das sehe ich. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, es war nur überraschend. Ich muss hier den Weg, okay. Nicht schwer. Oh, die waren so zerbrechlich. Schick. Uiuiui. Na, was bleibt denn einfach plötzlich so stehen? Das war eine mega Explosion. Wo? Ach, da. Uiuiui, diese Hunde. Panzerung? Damit hast du recht. So, einer ist ausgeschaltet. Es ist schon getrollt ein bisschen. Uiuiuiui. Barriere. Panzerung. Achso, hat er schon selbst gemacht. Sehr gut. Einmal. Ja, direkt auf den Arsch. Sehr gut. Die Kämpfe werden auch immer möglicher, ne? Mann, da werde ich aggressiv bei. Wo müssen wir hin? Ah ja, da muss ich, gehe ich erstmal hier lang. Da kam ich hierher. Ich weiß es noch nicht. War ich hier? Nein, abgeschlossene Kiste. Y.
die war jetzt ein bisschen schwieriger, fand ich. Bisschen. Richtig schwierig ist natürlich was anderes, aber... Das war halt über dem normalen Durchschnitt schwierig. Forschungsterminal hacken. Das hacken war mal. Okay. Bisschen blau wäre, rot wäre schon noch normal gewesen, aber das, die, also die haben es jetzt übertrieben. Da, nee. Schade. Da. Weißer Text da, ganz einfach. Okay, perfekt. Sehr gut. Damit lässt sich was anfangen. Nichts mehr für schwere Waffen. Ah. Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz ihrer Intelligenz, Professor, ist es ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Werlock kontrolliert sie. Vielleicht haben ihn die Werlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen. Die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Er brauchte keine Rettung. Wie? Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solos? Ich war ihr Schüler. Ich habe zu ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Nein, 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 nein. Es wurde niemand getötet durch die Genophage. Glauben Sie ernsthaft, Ihre Experimente hier wären gerechtfertigt? Wir haben kulturellen Genozid verübt. Nichts, was ich tue, kann danach je wieder gerechtfertigt sein. Die Experimente sind monströs, weil man mir beigebracht hat, ein Monster zu sein. Von Morden beigebracht? Morden? Haben Sie jemals solche Experimente durchgeführt? Nein, das habe ich Ihnen nie beigebracht, Malen. Ihre Hände sind also unbefleckt. Dann ist es auch egal, dass der Boden mit dem Blut von Millionen getränkt ist. Sie haben mir beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich werde unsere Tat ungeschehen machen, Professor. Auf die einzige Art, die mir das ermöglicht. Was geschieht, wenn die Genophage geheilt ist und die Krogane wieder expandieren? Das hätten Sie dann zu verantworten. Wir haben diese Untat gerechtfertigt, indem wir behauptet haben, die Kroganer würden Krieg und Zerstörung bringen, wenn ihre Population sich wieder erholt. Aber sehen Sie sich die Galaxie doch mal an. Die Batarianer greifen in der Traverse an. Die Geth greifen die Citadel an. Ist das Universum also friedlicher geworden? Der Angriff auf ihr Eden Prime wäre vielleicht nie passiert, wenn wir zugelassen hätten, dass die Kroganer sich erholen. Wir werden es nie erfahren. Es ist Schwachsinn, Malen. Was hätte eine Bevölkerungsexplosion der Kroganer dazu beigetragen, Saren und die Geth aufzuhalten? Eine erhöhte Kroganer-Population hätte den Rat dazu gezwungen, Schritte zu unternehmen. Wahrscheinlich bezüglich der Kolonierechte in der Traverse. Die Flotten der Turianer sind sehr wachsam, was militärische Aktivitäten in diesem Gebiet angeht. Sie hätten die Geth vielleicht auf Eden Prime aufgehalten. Reine Vermutung. Das lässt sich unmöglich mit Sicherheit sagen. Verstehen Sie nicht? Wir haben versucht, Gott zu spielen und wir haben versagt. Wir haben alles nur schlimmer gemacht. Und ich bringe alles wieder in Ordnung. Ich weiß ja nicht. Sie sprachen über den Tod, aber die Genophage bringt niemanden um. Sie beeinflusst nur die Fruchtbarkeit. Die Kroganer kämpfen um fruchtbare Frauen. Sie werden Söldner oder Piraten, weil sie keine Alternative sehen. Sie wären jetzt mitten in einer Blütezeit ihrer Kultur, wenn wir nicht beschlossen hätten, dass sie etwas anderes verdienen. Inkorrekt. Große Kroganer-Populationen führen immer zum Krieg. Die Simulationen waren eindeutig. Sie haben doch ein Bündnis mit Werlock. Warum die Zusammenarbeit mit dem Werlock-Clan? Und wie sind Sie an die Daten der Genophage gekommen? Die Daten waren leicht zu kriegen.
Wir hatten immer noch alle Zugang darauf. Wir waren Helden. Ich musste nur danach fragen. Und was die Verloc angeht, sie waren der einzige Clan mit genug Ressourcen und der nötigen Entschlossenheit. Was sollen wir tun, Morden? Melon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Spannend. Malen, raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Er kann es aber weitererzählen. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein, diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Sehr gut. Gehen Sie, Melle. Jetzt. Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Alles in Ordnung? Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Vergessen Sie das nicht? Haben wir hier sonst noch etwas zu tun? Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll. Vielleicht wollen Sie sie besser behalten. Aber wenn Sie sie für nützlich halten, warum sie dann nicht behalten? Jahrelang an Modifizierung gearbeitet, sollte alles zerstören. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kroganer. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Na klasse. Behalten Sie die Daten. Genau, richtig. Wie lange haben Sie daran gearbeitet, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass sich die Kroganer irgendwann erholen? Jahre. Bevölkerungszuwachs der Kroganer führte immer zum Krieg. Immer. Sie haben damals das Richtige getan. Tun Sie es jetzt wieder. Zerstören Sie die Daten. Ja, einzig sicherer Weg. Lösche Festplatte. Mit dem Papierkorb dann aber auch löschen. Fertig. Wir können gehen. Wir können Tuchanka verlassen. Irgendwo hingehen. Wo vielleicht die Sonne scheint. Ja. Verschwinden wir von hier. So. Besorgt über die Fortschritte des Warlock-Clans in Sachen Genophage Heilmittel ohne Wissen von Cerberus. Löschung der Daten des Heilmittels löst Probleme, aber dennoch müssen Informationen bei Watcher und Kroganer rekrutiert werden. Um die Informationslücken zu schließen. Kraft von Morden ist freigeschaltet. Macht einen organischen Feind durch Schmerzen handlungsunfähig. Neues Outfit, organische Vitalität. Credit 21.000. Iridium, ja. Sehr gut. So. Wir haben ja hier noch was zu tun. Das machen wir auch noch in dieser Folge Tabu. Hier ja jetzt nicht so direkt. Ah, wir haben hier den Ansaugstutzen, genau. Den, das dürfte jetzt aber, das ist ja kein Problem. Dem noch den Ansaugstutzen zu geben.
geplündert. Selbstverständlich. Natürliche Selektion. Schwache werden Opfer der Starken. Keine Überraschung. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzungsanfragen für Grunt eingegangen und eine für Shepard. Ja, was soll das sein? Huch. Aber nicht schnell genug. Glückwunsch, Shepard. Sie sind zum Initiationsritus angetreten, haben überlebt und sogar die Zeit gefunden, Uwenk zu beseitigen. Der Erdnord-Clan ist Ihnen dankbar, vor allem für Letzteres. Zu Fuß gegen einen Dreschlund anzutreten und ihn zu töten, das gab's lange nicht mehr. Ich glaube, seit Rex. Er hat auch immer damit geprahlt. Grunt, Sie gehören jetzt zum Erdnord-Clan. Willkommen. Hallo. Irgendwann erlaubt man Ihnen vielleicht sogar, sich fortzupflanzen. Ich weiß zwar nicht, ob eine Frau eine Tankzüchtung will, aber gemäß Tradition sind Sie ja sehr stark. Achso, das hatten wir schon. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Information. Wir gehen jetzt. Leben Sie wohl, Shepard. Seien Sie voll. Süchtig, ja, das werde ich. Fortpflanzungsanfragen. Commander Line, jetzt nämlich hier der Werkmechaniker. Ich habe was für Sie. Willkommen im Clan, Erdnord Grunt. Es ist mir eine Ehre, dazu zu gehören. Ja, dann machen Sie sich mal nützlich. Sie stecken jetzt in der Scheiße. Ich habe ein Teil für Sie. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist es das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Ja, okay, danke. Was machen Sie da? Woran arbeiten Sie da? Ich tune die Maschine für den Start. Es ist ein Wunder, dass es dieses Tonka zurück ins Lager geschafft hat. Es könnte schlimmer sein. Ein paar Treffer mehr auf die Breitseite und das Ding wäre auseinandergefallen. Oh. Und warum sind Sie Mechaniker? Für Krogane ist Kampfkraft ungeheuer wichtig. Wie sind Sie Mechaniker geworden? Was glauben Sie, womit diese Idioten aufs Feld kommen, um sich gegenseitig umzubringen? Wer hält wohl die Waffen am Laufen? Ohne mich gibt es keine Schlacht. Nur ein Abschlachten. Ich bin die militärische Macht des Erdnord-Clans. Neben dem Wissenschaftler. Und mögen Sie Reeve? Was halten Sie von Reeve? Reeve denkt wie die Ahnen. In seinem klappernden Schädel steckt jede Menge Weisheit. Ich mag den Gettertalk-Clan nicht, aber wenn bei denen einer aus der Reihe tanzt, zerreißen sie ihn wie einen Pijack am Vergeltungstag. Stimmt, dann tschüss. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. So. Wo können wir jetzt wieder an? Aufs Schiff. Dieser Baron könnte ihre Spur über den ganzen Planeten. Ja, ja, ja. Den Schlund bei meinem Ritus nur knapp überlebt. Der Mensch hat bestimmt 4 Eier. 4? I got balls of steel. Das war falsch hier. Du hast doch nicht mal den Mummels zu versuchen. Ich bin froh, dass Erdnord Clans jetzt zu uns gehört. Wir sind bereit, neue. Ah ja, hier war's. Hier. Ja, so wunderschön hier. Mich würde interessieren, wie diese Turianer und Salarianer aus der Nähe aussehen. Da gibt's überall nur Krogane. Es wäre schön, zur Abwechslung mal was anderes umzulegen. Da ist ein Salarianer, aber bitte nicht töten. Kampf, ganz egal, gegen wen. Ja, aber wirklich hast du recht. Boah. Ja, ja. Zur Normandie. So, sehr gut.
Aber wir machen gleich erstmal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge.